Nächstes Praxisbeispiel, hier darum geht es, lineare Funktionen in der Praxis. Wir schließen an. Und zwar, ihr kennt alle so ein typisches Gewicht, also gegeben ist so ein dickes Gewicht, das steht hier in diesem Fall im anderen Raum und da steht drauf 5 Kilogramm. Das ganze Ding ist aus Eisen. Kennen wir, ne? So, ich weiß was anderes und zwar gucke ich nach und sehe Folgendes, dass 15,6 Kilogramm Eisen, Fe, Ferrum, einer bestimmten Masse entsprechen, die ich da habe. Und ich habe das ganze Ding auch ausgelitert. Das heißt also, ich schreibe jetzt nicht Liter hin, 2 Kubikdezimeter ist das zugehörige Volumen. Also ich schreibe mal hier Fe und hier auch nochmal Fe, dann sieht man das deutlicher. Das ist einfach das, was zusammengehört. Das ist ein Zahlenpaar. Und jetzt habe ich hier so ein unregelmäßig geformtes Gewicht. Ich habe das extra mal so ein bisschen hässlich gemacht. Da steht zwar 5 Kilogramm drauf, aber das muss früher vor 100 Jahren ein Schmied gemacht haben, der keine Lust hatte. Mittels linearer Funktion möchte ich wissen, wie sieht dieser entsprechende Graph aus und wie viel Volumen hat letzten Endes, das ist also gesucht, der Graph, die Funktion und das Volumen von 5 Kilogramm Gewicht. Denn das Ding ist auch aus Eisen und wie gehen wir dabei? Wir könnten also auch, wenn wir roh sofort wüssten, in diesem Fall ist das ja leicht alles, könnten wir das auch auf die herkömmliche physikalische Berechnungsmethode zurückführen, fertig. Gut, aber in der Praxis wird es immer wieder passieren, dass wir lineare Funktionen eben doch brauchen, weil wir da mit solchen Werten gar nicht arbeiten können. Weil das solche, so ein Wertepaar hier, das weiß jeder, da macht man sich's einfacher. Aber wir wollen es ja später auch für schwierige Sachen können. So, wenn ich mir überlege, dass Rho m durch V ist, dann heißt diese Formel nichts anderes. Je mehr Volumen ich habe, umso größer wird die Masse werden. So, und jetzt müssen wir nochmal loslegen. Wir haben hier ein paar Werte gegeben und was schreiben wir demzufolge hin? Was ist wovon abhängig? Nochmal, je mehr ich Volumen habe, umso größer wird die Masse werden. Was schreiben wir also an die Achsen? Gut, wir haben es festgelegt, wenn ich sage, je mehr, das drückt ja die Formel aus, je mehr ich Volumen habe, umso größer wird die Masse werden, kann ich sagen, dann ist der ganze Kram vom Volumen bestimmt. Im Allgemeinen das, was unter dem Bruchstrich steht, wenn man sich das so wieder ins Gehirn zurückruft. Dann schreiben wir entsprechende Dinge hier ran. Hier haben wir 15,6 Kilogramm und 2 Kubikdezimeter. Dann können wir hier ganz getrost sagen, hier sind 2. Dann ist hier in der Hälfte 1 Kubikdezimeter. Und hier habe ich 15,6 Kilogramm. Wow, und jetzt kann ich meinen ersten Punkt festlegen. Der ist nämlich bei 2 und 15,6 bei diesem Wertepaar. Hier ist er. Das drückt dieses aus hier. Jetzt kann ich noch was überlegen. Wenn ich gar nichts habe, dann habe ich auch keine Masse. Also habe ich meinen zweiten Punkt ganz sicher. Logisch? Da ist nichts. Also wenn nichts da ist, dann kann ich in aller Ruhe sagen, ich kann auch bei 0 anfangen. Das heißt, hier gibt es keinen V0 sozusagen. Ne? So und jetzt, wie sieht unsere Funktionsvorschrift dafür aus? Ganz genauso sieht die Funktionsvorschrift aus. Wenn ich nichts habe, kann ich also bei nichts anfangen, bei 0,0. Und ich sage, dann habe ich hier meinen Anstieg, 15,6 Kilogramm pro 2 Kubikdezimeter und das mal V. V bestimmt meine Geschichte und M ist abhängig von V. M von V, sagen wir kurz. Naja, ich glaube, Rho ist schon Freihaus geliefert, ne? Das ist nämlich Masse durch Volumen. Kann man 15,6 und 2 kürzen? Ja, logisch. Na dann los, 15,6 durch 2 ist? IK im Kopf? 7,8, ganz genau. Wir kürzen mal schnell in grün. 7,8 steht dann hier oben. Damit haben wir automatisch schon, weil man das hier sieht man es ja, haben wir automatisch schon Rho ausgerechnet. Das ist nämlich 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Haben wir einen Graphen? Den haben wir. Haben wir eine Funktionsvorschrift? Die haben wir. Die schreiben wir aber nochmal sauber hin. Ja, und jetzt müssen wir bloß noch auf 5 Kilogramm gehen und das müssen wir dann irgendwie hier ausbaldowern. Wenn ich sage 5 Kilogramm, das war ja noch gesucht hier.
das Volumen von 5 Kilogramm, dann gucke ich und sage, wenn das 15 sind, dann teile ich das mal ganz grob hier in 3 Teile, dann hätte ich hier ungefähr eine 5. Dann muss das hier ungefähr das Volumen ergeben. Ne? Hier sind 15, dann sind hier rund 10, dann sind hier rund 5. Hier ungefähr, ich gehe nach rechts auf den Graphen rauf, lege den Punkt fest und kann hier ablesen. Wie viel wird denn dieses Volumen dann sein? Was schätzt ihr? Es steht ja eigentlich schon da. Ungefähr. 0,8, einverstanden. Also schreiben wir hier ran. V von 5 Kilogramm. Nö, das können wir, naja, ist egal. V von 5 Kilogramm wird rund 0,8 Kubikdezimeter sein. Okay, jetzt rechnen wir mal. Jetzt müssen wir das noch irgendwie hinbasteln. Das heißt, wir schreiben erst nochmal sauber, damit wir besser einsetzen können. M von V ist 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter mal V. Und jetzt mal ganz konkret M von V. Wir müssen dann V ausrechnen, ne? Also M von V, jetzt brauchen wir einen bekannten Wert. Nicht einen, der hier geschätzt ist, sondern einen bekannten Wert und den haben wir. Wie müssen wir das einsetzen? Okay, jetzt haben wir diesen Punkt hier, diese Wertepaare, 15,6 Kilogramm und 2 Kubikdezimeter, die sind gesichert, die wissen wir, die können wir hier entsprechend einsetzen. Hier haben wir die 15,6 Kilogramm eingesetzt, hier die 2 Kubikdezimeter. Der Rest ist unser Anstieg, das haben wir. Naja, stimmt das? Wir wollen ja was anderes haben. Ne, das ergibt letzten Endes bloß hier das, was wir schon wissen. Denn wenn ich hier die Kubikdezimeter rauskürze, dann steht hier 7,8 mal 2 Kilogramm. Ja, das stimmt, das ist 5. Aber wie kommen wir denn an unsere 5? Gut, jetzt haben wir den Punkt erkannt. Der Punkt, da fehlt unsere Koordinate, die wir ausrechnen müssen. Aber die 5 Kilogramm, die wissen wir. Dementsprechend setzen wir ein. 5 Kilogramm ist gleich unser Anstieg mal V, was wir noch nicht wissen. So, und jetzt kommt der Rest, Tippeltappeltour. Gut, wenn wir so weit sind, an der Stelle, jetzt wird das getippt. 5 durch 7,8 ist 0,641, tralala, da kommt noch was dahinter, Kubikdezimeter. Denn, nochmal zur Erinnerung, das bleibt übrig. Die anderen sind Einsen geworden, da muss ich mich nicht drum kümmern. Etwas mal 1 bleibt 1. Also ist das unser Ergebnis. So, wir schließen das Video jetzt erstmal ab hier an der Stelle. Wir haben das rausbekommen und das genügt. Wir kommen mal zu einem anderen Zusammenhang, den kennen wir schon. Ich sag mal ganz frech dazu 3-4-5-Regel. Und das werden wir mal angucken bei Funktionen, was da passiert.